Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Reinhard Marx, ich bin Erzbischof von München und Freising und wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein gesegnetes, gnadenreiches Weihnachtsfest. Mit welcher Stimmung gehen wir in dieses Fest hinein? Jeder sicher mit seiner persönlichen Lebenserfahrung, mit den Problemen, die sich gestellt haben in der Familie, in der Arbeitswelt, Krankheit. Vielleicht ist jemand gestorben aus der Familie, den man besonders am Weihnachtsfest betrauert. Aber wir schauen natürlich auch auf die große Welt und da können wir nicht wegsehen von den vielfältigen Herausforderungen. Ich kann einfach die Bilder der Stadt Aleppo nicht aus meinem Kopf herausbekommen, gerade jetzt im Weihnachtsgeschehen und im Blick auf das Weihnachtsfest. Im Zentrum unserer Botschaft steht hier eine Mutter mit einem Kind. Und wie könnten wir nicht bewegt sein, wenn wir die vielen Kinder und Frauen sehen, die vielen Zivilisten, die leiden müssen und eine schrecklich verwüstete Stadt und vielfältige Not in der Welt, die weit über das hinausgeht, was wir in diesen Bildern sehen. Und dann sagt Weihnachten, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich empfinde es gerade in diesem Jahr so, dass diese Botschaft wichtiger ist als je zuvor. Die Angst, die in uns ist, die Stimmung der Sorge, der Niedergedrücktheit zu überwinden, im Blick auf dieses Kind von Bethlehem, in dem Gott uns so nahe gekommen ist, in dem er deutlich sagen will, ihr seid nicht allein, ich bin bei euch, ich gehe mit euch. Das ist die Aufgabe auch gerade der Christen, der Kirche, das in die Welt hinein zu sagen, nicht nur denen, die zu uns gehören, sondern der ganzen Welt, fürchtet euch nicht, wir sind nicht allein, wir haben eine Hoffnung. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie im Blick auf dieses Kind von Bethlehem neue Hoffnung schöpfen und mit Zuversicht in das neue Jahr gehen. Und wir wollen diese Zuversicht zusammen auch bezeugen, inmitten dieser Welt, die auch im neuen Jahr nicht ohne Sorgen sein wird.